Ja, dann darf ich die Pressekonferenz zur heutigen DKB-Handball-Bundesliga-Partie eröffnen. SG Flensburg-Handewitt gegen TVB 1898 Stuttgart zur Halbzeit 15:11 am Ende 34:19 vor 5.397 Zuschauern. Für TVB begrüße ich herzlich Trainer Thomas König und den Sportdirektor Günther Schweikart und für die SG Günther? Ist richtig. Und für die SG Lubomir Vranjes und Dirk Schmeschke. Ja, wir wollen in die Analyse einsteigen. Thomas, Sie haben das erste Wort. Ja, guten Abend alle miteinander. Glückwunsch an meinen Kollegen zu dem verdienten Sieg. Ja gut, von der Analyse her, wir hatten uns mehr vorgenommen, wie am Ende rausgekommen ist. Ich denke, man hat gesehen, dass die Mannschaft hier nicht kampflos ab Anfang des Spiels abgeben wollte. Bis zum 13:11 konnten wir es ausgeglichen gestalten. Halbzeit dann 15:11, die vier Tore haben dann schon wehgetan. Nach der Halbzeit haben wir die Chance, beim 15:12 beim Gegenstoß 15:13 zu verkürzen. Das haben wir nicht gemacht, haben gleich das 16:12 bekommen und dann verließen sie ihn. Muss man offen ehrlich sagen, das ist auch das, was mich heute etwas missstimmt, dass die Mannschaft nach dem 16:12, 16:13 im Prinzip das Handballspiel eingestellt hat, zu viele Fehler gemacht hat, Flensburg zu viele einfache Tore geschenkt hat. Von meiner Seite her nicht ganz nachvollziehbar, wie wir uns dann komplett kampflos ergeben. Wie gesagt, bis zum 13:11 war es vernünftig von uns. Danach ist einiges an Handlungsbedarf. Im aufgebauten Angriff von Flensburg, denke ich, sind wir mit Torwart recht vernünftig in der Deckung gestanden. Gegenstöße haben wir schlecht verteidigt. Und dementsprechend stand das Ergebnis in der Höhe so ausgefallen. Ja, vielen Dank für die erste Einschätzung, Lubu. Bitte deine Analyse. Ja, erstmal guten Abend und Dankeschön, Thomas, für die Glückwünsche. Also ich bin ja zufrieden natürlich, dass wir gewonnen haben. Und ich bin ja auch zufrieden, dass wir zeigen eine gute Tendenz in unserer Abwehr die letzten Spiele. Also ich habe ja die letzte, sag mal so, ja, 90 Minuten minus 12 plus heute. Bin ich schon zufrieden mit unserer Abwehr und die neuen Spiele fangen auch an, wirklich das zu verstehen. Wir haben auch sehr viel Zeit zusammengebracht, um das noch schneller zu verstehen und das sieht man ja, hat er auch ein bisschen Ergebnisse auch gegeben. Die Höhe und so weiter, ich muss ehrlich sagen, wir konzentrieren uns nur auf uns im Moment. Und müssen das machen, weil ich möchte das noch besser machen, natürlich bei einigen Spielen und dann brauchen die Zeit. Und was mir froh macht, ist, dass die Tiefe war nicht so ganz heute, wenn ich durchgewechselt habe, sondern die haben ein ganz gutes Niveau alle gehabt und weiter gezogen. Und das freut mich natürlich. Ich freue mich auch, dass fast alle gespielt haben und die haben das auch gut gemacht. Jetzt ist das natürlich Regeneration. Wir werden morgen noch ein paar Stunden zusammen verbringen und dann haben wir Training und den Derby gegen THW Kiel in Kiel. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann hätte ich gerne noch zwei Statements von den Geschäftsführern. Günther, mit Blick auf das heutige Spiel in Flensburg am 9. Spieltag, wie lässt sich das Abenteuer Bundesliga für den TVB bisher an? Ja, zunächst guten Abend an alle und herzlichen Glückwunsch zum sehr deutlichen und auch in der Höhe verdienten Sieg. Zwei Worte vorab noch vielleicht. Für uns ist das nämlich so, jetzt heute, die erste Halbzeit war in Ordnung, zweite Halbzeit, Thomas hat es analysiert. Für uns muss es jetzt einfach heißen, uns ständig zu verbessern und dann im Rückspiel über das ganze Spiel vielleicht den etwas gleichwertigeren Gegner abzugeben. Wie fühlt sich dann? Hochinteressant, spannend natürlich. Wir hatten schon sehr gute Spiele gezeigt aus unserer Sicht. Natürlich mit zwei Punkten erst jetzt, das ist etwas schwierig. Aber ich sehe auch eine Tendenz nach vorne und wir gehen zuversichtlich in die nächsten Spiele. Vielen Dank, Dirk. Als ich hierher zur Halle ging, war aus den Zuschauerrängen zu hören, mit 15, das geht in Ordnung. Ist die SG zu Hause zurück in stabiler Position? Ja, ich finde, genau,
Ich überlege gerade, wie ich darauf antworte. Wir haben immer gesagt, dass man jeden Gegner ernst nehmen muss und man muss auch Respekt vor Stuttgart haben. Und das haben wir heute, glaube ich, auch gehabt. Man hat in der ersten Halbzeit gesehen, dass Stuttgart eben auch Handball spielen kann. Für mich ist eigentlich entscheidend, dass wir in diesen Dreitagesrhythmus kommen, das haben wir immer gesagt, da sind wir uns auch einig, auch als Trainer und als Geschäftsführer, und dass wir diesen Rhythmus finden müssen und dass die Mannschaft auf diesem Weg ist. Und wir haben noch 58 Spiele vor uns, das erinnere ich immer, mindestens, glaube ich. Und in diesen Weg müssen wir weitergehen. Das war heute ein erster Ansatz, da bin ich froh drüber. Und ansonsten kommt jetzt das Derby auf uns zu. Wir haben also nicht viel Zeit, uns zu konzentrieren und darauf zu besinnen. Ja, mit einem Blick in die Runde gibt es Fragen an die Herren, bitte. Lou, du hattest ja letzte Woche so ein bisschen diesen Drei-Tage-Rhythmus auch angesprochen, dass ihr Schwierigkeiten hattet, gegen Berlin da wieder zurückzufinden. Hast du da heute schon Fortschritte gesehen, dass das besser ging heute, wieder dieses Umschalten von Champions League auf Bundesliga, jetzt wieder übermorgen oder in drei Tagen schon wieder umschalten auf Kiel? Ja, also wir haben auch zwischendurch überragend gespielt. Ich meine, wir waren echt ganz unten nach einem Wetzelspiel, dann kommen wir hier hin und haben drei Tage bis Paris und da spielen wir überragend. Also Berlin ist eine gute Mannschaft, keine Frage. Aber jetzt waren wir in Westbam, haben gut gespielt und das ist nur ein Spiel. Also Kontinuität bedeutet mehrere Monate für mich und ich bin zufrieden natürlich. Aber ich möchte trotzdem abwarten, bevor ich sage, dass dann eine richtige Kontinuität in unser sozusagen Drei-Tages-Rhythmus da ist. So einfach ist das nicht. Heute hat das funktioniert, auch in Westbrem, solange wir 6-0 gedeckt haben. Und auch gegen Berlin in zweiter Halbzeit. Also mit das bin ich zufrieden. Weitere Fragen bitte? Gut, im Moment nicht. Vielen Dank. Ich beende die Pressekonferenz. Nächstes Heimspiel, Sonntag, 10. Oktober, Champions League gegen RK Celje. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.